Eigentlich wollte ich mal wieder ein sehr aufwendiges Video machen. Mit tollen Drohnenflügen, Fahrszenen und allem drum und dran. Ja. Aber mir fehlt einfach die Zeit und bevor ich gar keine Videos mehr mache, habe ich meinen eigenen Anspruch ein bisschen heruntergeschraubt und so sitze ich jetzt hier vor einem Fake-Greenscreen und nutze meine Mittagspause und nehme das Video mit einer Webcam auf. Das tut der inhaltlichen Qualität aber, glaube ich, keinen Abbruch, denn auf die Inhalte kommt es ja. Ich habe mal eine Frage an euch. Wann seid ihr, von mir aus auch vor der Pandemie, das letzte Mal am Stück mehr als 200 Kilometer gefahren? Bei mir ist es übers Jahr gesehen im Grunde so, dass man es an einer Hand abzählen kann. Und das bestätigt mir auch der letzte Mobilitätsreport des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur. Denn die Strecken von mehr als 100 Kilometern am Stück bei privaten Haushalten machen unter allen Strecken weniger als 2% aus. Warum wird dann eigentlich um Langstrecken immer so ein Hype gemacht? Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Aber gut, dann geht es heute auch mal um Langstrecke. 570 Kilometer am Stück mit dem Elektroauto, aber nicht von mir gefahren, sondern von einem BMW-Fahrer, der sonst einen Verbrenner-BMW fährt. Und das Ganze ohne jegliche Kenntnis oder Vorerfahrung mit einem Elektroauto auf Langstrecke. Dass ich null Probleme auf der Langstrecke habe, das ist ja völlig klar. Ich bin ja Elektro-Nerd. Da habe ich gedacht, das ist doch mal eine gute Geschichte, mal eine Stichprobe zu erheben, wie das ist mit jemandem, der nicht aus der Elektroblase kommt, wie das funktioniert, wenn er auf Langstrecke geht mit einem Elektroauto. Wie kam es überhaupt dazu? Ich bin doch nicht mal schuld, sondern meine Frau ist schuld. Es handelt sich nämlich um einen jungen Arbeitskollegen von ihr, der eigentlich einen BMW M140i fährt, xDrive. Das ist ein Allrad-Benziner mit 340 PS. Er wollte sich eigentlich einen Leihwagen mieten, weil er jemanden aus dem Krankenhaus in Hannover abholen wollte und sein BMW zu dem Zeitpunkt nicht zur Verfügung stand. Meine Frau hat ihm dann allerdings unseren ID.3 angeboten, hat aber auch gesagt, hier bei 570 Kilometer Strecke, da musst du unterwegs mal laden. Überraschenderweise hat er dann gesagt, das ist gar kein Problem für ihn, weil wo er die Person, die er abholt, hingebracht hat ins Krankenhaus, er muss dafür die 570 Kilometer mit seinem BMW gerade zweimal tanken. Was ihn hier also schon mal von einigen anderen Verbrennerfahrern unterscheidet, die ich kenne, dass er hier ja völlig unvoreingenommen an das Thema Langstrecke mit Elektroauto heranging. Er wohnt auch bei uns im Ort, hat dann den ID.3 bei mir abgeholt. Ich habe ihm nur kurz die Bedienung erklärt und ihm auch nur eine einzige Ladekarte mitgegeben. Er wollte App benutzen, davon habe ich ihm aber komplett abgeraten, weil mit einer Ladekarte ist es im Grunde einfacher als tanken. Er hält die Karte 2 Sekunden an die Säule ran und dann kann er eigentlich direkt losladen. Muss er nicht mit blöden Apps rummachen auf dem Handy und ach was, scannen irgendwas, Mumpitz. Das ist ja, nee, Ladekarte dran halten, 2 Sekunden, fertig. So mache ich das jedenfalls. Ich bin Hausstromkunde beim Maingau und mit der Karte kostet mich die Kilowattstunde am Schnelllader 38 Cent. Da habe ich Glück. Maingau ist nämlich letztes Jahr ziemlich in Ungnade gefallen und zu Recht. Weil die einfach unangekündigt manchen Kunden aufgrund deren vorherigen Ladeverhalten individuelle extrem hohe Kilowattstundenpreise jetzt abknüpfen. Und das war alles. Da habe ich halt noch gesagt, okay, ich bin den ganzen Tag daheim. Wenn irgendwie Probleme auftreten, dann kannst du mich jederzeit anrufen und ich helfe dir dann. Und hier der Streckenverlauf. Also von Gemünden ging es erstmal direkt nach Hannover. Person eingeladen, die zu ihrem Nachhause nach Lolla gebracht. Von Lolla aus dann wieder nach Gemünden. War auch viel Landstraße dabei, aber auch sehr viel Autobahn und das sind so 570 Kilometer Gesamtstrecke. Und was war passiert? Ich hatte quasi das Telefon die ganze Zeit schon fast am Ohr und habe ich einen Anruf erhalten? Nein, ich habe keinen Anruf erhalten. Ich saß tatsächlich ziemlich unruhig daheim, ja, und hab mich echt gewundert, aber abends hat er den Wagen zurückgebracht und da habe ich gefragt, wie ist es denn gelaufen? Und da hat er berichtet, dass ja, war nichts Besonderes. Er sei mit seinem Verbrenner gefahren, ist auch nicht geschlichen. Und verwundert habe ich dann gefragt, wie er denn überhaupt die Strecke geplant hat. Ja, er hat dann gesagt, er hat einfach die Strecke mit den zwei Zwischenzielen
Hannover und Lolla ins ID3-Navi eingegeben. Es hat die Planung übernommen, hat kurz die drei Ladestopps ausgeworfen und da ist er dann auch der Empfehlung gefolgt und dahin gefahren. Ionity war übrigens nicht dabei. Laden sei auch sehr einfach gewesen. Es war tatsächlich so, er hat die Ladekarte an die Säule gehalten, konnte dann sofort losladen und im Grunde auch kein Vergleich zum Tanken, weil da muss er ja quasi ins Kassenhäuschen, muss sich vielleicht anstellen, muss dann mit EC-Karte zahlen, Geheimzahl eingeben oder bar bezahlen, ja, beim Kassierer und dann wieder raus. Also das war für ihn schon großer Fortschritt, einfach nur dranhalten und fertig, kein PIN eingeben oder irgendwas. Das war schon mal ganz gut. Vor allen Dingen hat sich aber seine Begleitung gewundert, weil die hat gedacht, ja, mit einem Elektroauto, dann lädt man 2 Stunden pro Stopp und es dauert ewig und dann muss man weiterfahren und braucht ganz viel Zeit. Aber es war gar nicht so. Tatsächlich waren das bei diesen 3 Ladestopps jeweils nur so 10 bis 20 Minuten, die geladen werden mussten, ja. Also das hat die Begleitung doch ziemlich überrascht. Ja, und defekte Lader hat es auch keine gegeben, hat alles wunderbar funktioniert. Und außerdem hat er gesagt, wäre ja fast an jedem Rasthof wäre irgendein Schnelllader. Also wäre eigentlich gar kein Problem gewesen. Und ich habe dann gefragt, und wie gefällt dir der ID3? Er gesagt, ja, 204 PS, die gehen schon ziemlich gut, hängt auch super am Strompedal. Aber wenn es ein GTI wäre oder ein RS oder halt so ein Modell mit 300 PS, dann würde er den sofort nehmen. Auf jeden Fall, der nächste ist zu 100% elektrisch, hat er gesagt. Und das ist ja schon mal gut. Ich habe dann ins Auto geschaut und wie so Verbrauchsdaten waren. Und losgefahren ist er morgens, da waren es noch Minustemperaturen und tagsüber so bis maximal 7 Grad. Und das sind die Werte. Kann man eigentlich nichts gegen sagen, wenn man mit dem Auto so fährt wie mit einem Verbrenner. Was sagt uns das jetzt alles? Rosa Brille? Nee, im Grunde sagt das gar nichts aus, weil das ist nur eine Momentaufnahme. Und so ist es bei allen Videos auf YouTube. Es ist immer nur eine Momentaufnahme. Und übrigens, wenn es schiefgegangen wäre, die ganze Sache, dann hätte ich das auch gezeigt. Aber dann hätte ich die Schuld auf den ID3 oder noch besser auf Volkswagen geschoben, weil die sind ja im Moment gerade ein sehr guter Sündenbock. Was ein schönes Auto. Besonders gut hier finde ich, dass das Fahrzeug ein Solardach hat. Und er ist viel, viel größer, als ihr denkt. Das ist wirklich unglaublich. Tolles Auto.